Heute gibt es ein Yummy Pilgrim Grill-Picknick-Spezial, so nenne ich es jetzt mal. Denn ich zeige euch heute mehrere Rezepte zum Thema Grillen und Picknick eben. Und zwar zeige ich euch eine Soße, eine leckere Barbecue-Soße, wie ihr die selber machen könnt und für all eure Sachen benutzen könnt, zum Dippen etc. Eine tolle Marinade, die gut zu Fleisch passt, aber natürlich auch zu Gemüse. Ich zeige es euch dann im Video. Und ein Salat, wie man ihn super einpacken kann mit Dressing fürs Picknick. Ein Dessert gibt es auch noch und ein leckeres Gemüsepäckchen. Also bleibt jetzt unbedingt dran. Vielleicht sind ein paar Inspirationen für eure nächste Grillparty oder eben einfach so fürs Picknick. Also viel Spaß jetzt bei den Rezepten. Alle Mengenangaben etc. findet ihr immer in dem Rezept auf meinem Blog. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und guten Hunger schon mal. Und vielen Dank für eure tollen Fotos. Bis dann. Yummy! Los geht's mit einer leckeren Teriyaki-Soße und dazu gebe ich in einen Topf etwas dunkle Sojasauce, dann Knoblauch, frischen Ingwer, den ich einfach so reinreibe, Honig für die Süße, Pfeffer, etwas Wasser, frischen Pfeffer, Salz natürlich, Zucker und etwas geröstetes Sesamöl. Circa 10 Minuten köcheln lassen und dann mit Speisestärke, die ich vorher mit etwas Wasser verrührt habe, eindicken. Und das Ganze nochmal ein bisschen aufköcheln lassen und fertig ist die Soße dann einfach auf Seite stellen und abkühlen lassen. Ich werde die Teriyaki-Soße für Rindfleisch benutzen und dazu habe ich ein Rumpsteak in dünne Streifen geschnitten. Und die Streifen spieße ich jetzt einfach nach und nach auf. Ihr braucht das Fleisch jetzt auch nicht mehr zu würzen, sondern vielleicht nur ein bisschen Öl drüber geben, dann auf den Grill geben. Und sie sind auch ruckzuck fertig, weil sie so hauchdünn geschnitten sind. Und danach einfach lackieren mit der leckeren Teriyaki-Soße. Am besten einen Pinsel für nehmen, den habe ich aber leider vergessen. Deswegen nehme ich hier ein Löffelchen. Einfach auf beiden Seiten lackieren. Ihr könnt es auch mit den Champignons machen später. Aber auf Fleisch schmeckt es besonders gut. Yummy. Oh mein Gott, ist das lecker, sage ich euch. Für die praktischen Salatgläschen habe ich ein Dressing aus Joghurt, etwas Essig, Olivenöl, Salz und Pfeffer und einer Prise Zucker gemischt. Das ist eine sehr erfrischende und leckere Dressing-Variante, die gebe ich erstmal ins Glas. Danach gebe ich den Salat und zwar fange ich erst an mit Tomaten, weil sie nicht so durchmatschen wie Blattsalat. Dann gebe ich Frühlingszwiebeln rein, etwas Feta-Käse und am Ende einfach voll machen mit Blattsalat. Ich habe hier Romana-Herzen genommen, die sind besonders knackig und lecker. Einfach richtig voll machen und dann einfach das Glas schließen und fertig. Wenn ihr dann bereit seid zu essen, einfach das Glas umdrehen und ein bisschen schütteln. So verteilt sich das Dressing dann auch im ganzen Glas. Und der Salat schmeckt super lecker. Einfach dann jetzt öffnen und mit der Gabel eintauchen. Und yummy! Jetzt zeige ich euch eine sehr fruchtige, leckere Barbecue-Soße. Dazu habe ich passierte Tomaten in einen Topf gegeben, etwas Essig dazu, Zuckerrübensirup, ganz wichtig, das macht die Soße dunkler und auch süßer, etwas Tomatenmark zur Bindung, Worcestershire-Soße, Salz, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, dann das Allerwichtigste und zwar geräuchertes Paprikapulver und davon reichlich. Das gibt das rauchige Aroma, Pfeffer und alles schön verrühren und aufköcheln lassen. Ungefähr auch so 10 Minuten köcheln lassen, bis sich die Aromen verbinden und dann beiseite stellen. Ich mache jetzt hier ganz einfache Champignonspieße. Das ist eine tolle Variante für Veganer zum Beispiel, weil Champignons trotzdem etwas Fleischiges haben und die könnt ihr dann super mit eurer Barbecue-Soße verbinden und essen. Jetzt kommt mein Liebling und zwar Gemüsepäckchen. Ich liebe die so sehr. Ich habe hier Brokkoli, Zucchini geschnitten, ein paar Cocktailtomaten dazu, Knoblauchzehen, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Jetzt alles in Alufolie geben und zwar daraus dann ein Päckchen formen. Voila!
Das könnt ihr einfach auf den Grill legen und in 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie groß eure Stücke gewesen sind, ist alles schön knackig. Sobald das so ist, ihr seht, oh mein Gott, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich liebe das am allermeisten. So sieht es dann aus. Ich gebe dann am liebsten noch etwas frischen Zitronensaft darüber. Den spritze ich einfach komplett über das Gemüse und es schmeckt total lecker zu all euren Grillgerichten. Jetzt ist aber mal Zeit für was Süßes, oder? Dazu habe ich einfach etwas Zartbitterschokolade klein geschnitten. Und dann nehme ich mir eine Banane und schlitze sie auf. Aber nicht ganz durch, aber durch das ganze Fruchtfleisch, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber hinten soll es nicht rauskommen. Dann quetsche ich das so ein bisschen auf, so einen Spalt, und lege einfach die Schokolade da rein. Ihr könnt auch Nüsse oder Marshmallows oder was ihr einfach zur Hand habt, reingeben. Aber ich mag diese Variante aus Zartbitter und Banane sehr gern. Dann einfach wieder in Päckchenform, ein bisschen Luft lassen, damit das so schön wie so ein Ofen ist innen. Und dann einfach auf euren Grill legen und die restliche Hitze benutzen, um ein leckeres, aber nicht so gut aussehendes, ich muss sagen, Gericht zu zaubern. Die Banane wird schwarz, das macht aber nichts, das ist nur außen, innen. Es ist so schön weich und och, es ist echt lecker. Es schmeckt tausendmal besser, als es aussieht, ich schwör's euch. Aber es schmeckt super. Oh mein Gott, das ist geil.